Guten Morgen und herzlich willkommen auf dem Wunderhof und zu einer neuen Folge von Zeichnen und Malen mit Pedro und Rosa. Ich bin Evi Steiner-Böhm, ich bin Künstlerin und Pedro und Rosa, das sind diese kleinen Figuren, die euch durch meine Malbücher begleiten. Und ich habe für euch heute eine Vorlage von meinem Sohn Stefan, der eben auch diese beiden Figuren entwickelt hat. Und zwar hat er die Atlantikküste in Frankreich fotografiert und die möchte ich heute mit euch im impressionistischen Malstil malen. Wenn ihr diese Vorlage benutzt, müsst ihr bitte dran denken, dass der Stefan das Urheberrecht hat. Das heißt, wenn ihr da ein Bild davon malt und das hinterher veröffentlicht, dann müsst ihr bitte angeben, dass das Referenzfoto von Stefan Böhm ist. Ja, das ist so die kleine Einschränkung. Und jetzt packen wir es an. Ich zeige euch jetzt zunächst einmal das Material, das ich benutzen werde. Als Vorlage, wie schon gesagt, habe ich dieses Foto von meinem Sohn Stefan als Kunstdruck. Dann habe ich eine mit Leinwand bezogene Malpappe. Die habe ich so bräunlich-orangefarben grundiert. Dann habe ich einen Pinsel Nummer 4, so einen Katzenzungenpinsel, einen relativ weichen, und einen Nummer 1, weil ich versuchen werde, mit möglichst wenig Pinseln auszukommen. Ich erkläre euch gleich noch warum. Dann habe ich folgende Farben. Ich habe Titanweiß, Cadmiumgelb, Cadmiumorange, Cadmiumrot, Alizarin Krapplack, dann gebrannte Umbra, das ist Türkis, Phthaloblau und Ultramarinblau. Und zum Verdünnen habe ich Leinöl, das seht ihr jetzt dann später nicht, weil ich da die Vorlage drüber blende, dass ihr das sehen könnt. Die impressionistische Malerei ist im 19. Jahrhundert entstanden und da ging es eigentlich um zwei Sachen. Zum einen hat man eben dadurch, dass man eben dann eben Tubenfarben hatte, konnte man draußen malen und man hat dann versucht, das Bild in einem Zug fertig zu malen. Und zum anderen hat man sich im Impressionismus viel mit Farbtheorie beschäftigt und man hat versucht, die Farbmischungen eben nicht mehr so ganz fein ineinander zu mischen, sondern man hat mit optischen Farbmischungen gearbeitet. Das heißt, man hat eben bläuliche Töne und violettfarbene und weiße Töne so nebeneinander gesetzt, damit der Betrachter, wenn er nah hingeht, sieht er die einzelnen Farben, aber wenn er weiter weggeht, dann macht das Auge eigentlich diese Mischung. Und das ist so das ganz Typische vom Impressionismus und das wollen wir heute miteinander mal probieren. Und dann mache ich jetzt eine ganz rasche Skizze. Das ist kein schwieriges Motiv, das könnt ihr bestimmt zu Hause auch. Ich nehme ein bisschen Leinöl und nehme einfach jetzt Weiß. Falls ihr das Ganze auf einer andersfarbigen, also auf einer weißen Leinwand macht, könnt ihr das auch mit Kohle oder so vorzeichnen. Das ist nicht so wichtig, weil wir da hinterher sowieso drüber malen. Dann werde ich den Horizont, den der Stefan relativ in der Mitte angesetzt hat, den werde ich ein bisschen weiter runtersetzen, weil mir das von der Komposition her besser gefällt. Das heißt, ich habe da ungefähr dann so meinen Horizont. Und habe dann da hinten so diese Berge, die so ganz dunstig da hinten irgendwo so zu sehen sind. Und ich mache auch dieses Küstenstück, ne, diese Felsen oder was das ist, das mache ich nicht ganz so hoch wie der Stefan, sondern ich gehe ein bisschen weiter runter, damit das einfach von der Komposition her eher so wird, wie mir das halt gefällt. Weil im Impressionismus, das ist ganz wichtig, da geht es nicht darum, dass man das Ganze fotografisch genau abbildet, sondern es geht darum, dass man einen Eindruck, eine Impression von der Landschaft wiedergibt. Und da reicht es dann, wenn man eben so ungefähr das aufzeichnet. Das muss alles gar nicht besonders ausführlich sein. Am besten könnt ihr euch vorstellen, ist es so, als würde man die Augen so zusammenkneifen, dass dann alles verschwimmt. Das könnt ihr bestimmt. Und so einen verschwommenen Eindruck wollen wir im Endeffekt von dem Ganzen jetzt wiedergeben.
Und man sieht es jetzt auf dem Foto gar nicht so hundertprozentig, was das jetzt eigentlich so sein soll. Sind das Felsen oder ist es verhärteter Sand? Ich vermute mal, dass das so Sandstein ist oder sowas. Aber wie gesagt, das ist eigentlich gar nicht wichtig. Ich versuche mal halt jetzt einzuzeichnen, wo ich so Absätze haben will. Und mehr braucht es eigentlich schon gar nicht. Und da so in dem Bereich da unten, da habe ich eben dann das Stück, wo so diese Gischt dann hochspritzt. Ich zeichne mir bloß schon ein bisschen die Wellenbewegung ein, nur dass ich so zumindest ungefähr weiß, wie das Wasser da angespült wird. Genau. Und das war es eigentlich schon von der Vorzeichnung. So, und jetzt lege ich als erstes den Himmel an. Und zwar mache ich das eben jetzt nicht, dass das so eine einzige blaue Fläche ist, sondern ich versuche das mit einzelnen Pinselstrichen zu machen. Ich stelle mir halt jetzt einfach vor, als würde die Luft aus verschiedenen Strichen bestehen. Ja, und die würde da hinten, würde die so hochgewirbelt. Und das versuche ich jetzt mit meiner Farbe auszudrücken. Und ich fange oben den Himmel mit einem relativ warmen Blau an. Ich mische mir da zwei oder drei so Blautöne und setze dann die einzelnen Striche so ein bisschen nebeneinander. Und wenn wir jetzt ein bisschen weiter runterkommen, wäre ich schon mal ein bisschen heller. Das vermischt sich jetzt dann, ich male da jetzt gleich dann nochmal drüber, das vermischt sich dann jetzt gleich, werde da jetzt gleich sehen. Aber der Himmel muss eben von oben zum Horizont hin, muss der immer heller werden. Und zum Horizont hin gebe ich jetzt schon ein bisschen was von der Meerfarbe dazu. Also auch, dass der Horizont ein bisschen kühler wird von der Farbe. Das heißt, ich mische da jetzt ein bisschen was von dem Phthalo-Blau mit rein. Dass das einfach so zum Horizont hin ein bisschen kühler wird. Wenn ihr auf einen dunklen Malgrund malt, macht es auch nichts, wenn so an ein paar Stellen diese dunklen Stellen so ein bisschen durchschimmern, weil dadurch ein ganz großer Hell-Dunkel-Kontrast entsteht. Und das führt eben auch dazu, dass das Auge so ein bisschen getäuscht ist, dass es das Ganze heller sieht, als es eigentlich ist. So, und dann machen wir da hinten auch so ganz kleines bisschen so was Orangefarbenes mit in den Horizont. So als würde das Land, würde sich das da hinten irgendwo spiegeln. Und ihr seht schon, dass beim Impressionismus geht es gar nicht so darum, was wirklich da ist, so in der Realität. Sondern es geht einfach darum, die Gefühle, die man beim Betrachten dieser Landschaft hat, dass man die irgendwie in Farbe ausdrückt. So, und dann wollen wir da hinten dieses Dunstige, das mache ich jetzt so ein bisschen mit Violett, mische aber ein bisschen was von dem Phthalo-Blau mit rein, dass das ein bisschen anderer Farbton wird als der Himmel. Und da hinten lasse ich das so, ja, so verschwommen ineinander übergehen. So als würde der Dunst letztendlich da diese Berge, die da vielleicht noch sind, als würde der die verhüllen.
Dann diese Hügelkette da hinten, das ist genauso wie immer, wenn man Landschaft malt, die wird nach unten immer heller. Da ist immer oben der Rand, muss dunkel sein. Und zum Fuß des Bergs hin wird es dann immer heller. Das ist so, das kommt, weil in der Luft Dunst ist. Und der ist in den Tälern, ist der Dunst dichter als oben auf dem Berg. Und deswegen schaut es dann unten, schaut es immer heller aus. Das ist einfach der Dunst, der da davor liegt. So, jetzt kommt schon das Meer. Da mischen wir uns jetzt so eine türkisbräunliche Farbe. Und eine, die mehr so ins Bläuliche geht. Und mischen die beiden Farben jetzt hauptsächlich ineinander. Weil das relativ einfarbig ist von der Farbe her. Und dann können wir das Ganze aber mit Weiß an ein paar Stellen immer wieder aufhellen, damit man eben so das Gefühl hat, dass da irgendwelche Wellen sind. Und aber eben immer wieder das Umbra schon mit drin, weil ja der Untergrund, weil sich der ja auch in dem Wasser wiederfindet. Und auch das Blau vom Himmel, das darf auch an ein paar Stellen immer wieder mit drin sein. Gut, dann haben wir da diese erste Wellenbank da hinten. Und da vorne ist das Wasser viel bräunlicher, ne, weil da sieht man den Untergrund praktisch schon mit durchschimmern. Und da brauchen wir jetzt relativ viel gebrannte Umbra. Kann man auch ein bisschen Gold mit reinmischen, dass das so eine, ja, wie so eine schmutzige Farbe im Endeffekt wird. Und da vorne, wo die Gischt so aufspritzt, brauchen wir jetzt so ein gräuliches, violettfarbenes Weiß, das aber trotzdem noch ein bisschen einen Schatten hat. Weil man da dann später diese Wellen, wenn das jetzt ein bisschen eingezogen ist in den Untergrund, kann man da die weißen Wellen richtig ganz hell noch drüber legen. Aber man braucht trotzdem so ein bisschen, so ein bisschen Schatten da drin, dass man eben den Unterschied sieht, dass man das Gefühl hat, da bewegt sich irgendwas. Gut, und als nächstes lege ich jetzt diese Felsen oder was das ist an. Und wie gesagt, ich versuche da jetzt nicht irgendwie diesen Sand oder diese vielen Vertiefungen, die in dem Sand drin sind, darzustellen, sondern ich werde das einfach durch farbige Flecken lösen. Weil das eben auch so das ganz Typische beim Impressionismus ist, dass man eben versucht, irgendwie so Farbflächen auszumachen und dann eben nur verschiedenfarbige Flecken aufbringt und eben nicht so sehr versucht, das Ganze realistisch darzustellen. Da brauche ich jetzt die gebrannte Umbra so als Ausgangsfarbe mit ein bisschen Weiß.
Und damit das Ganze so ein bisschen felsig ausschaut, versuche ich eben jetzt auch durch den Pinselstrich, indem ich so relativ gerade Striche mache, das ein bisschen so kantig darzustellen. Und ich sehe halt jetzt da ganz viele verschiedene Rottöne, Orangetöne. Und wie gesagt, das versuche ich jetzt da so ein bisschen einfach zu imitieren. Ob das tatsächlich so ist, ist da nicht wirklich wichtig. Und ihr seht schon, auch da versuche ich möglichst wieder auch die Farben aus dem Meer im Schatten zu verwenden, damit eben, wie schon gesagt, sich diese ganzen Farben optisch ein bisschen vermischen. Und da vorne, wo das Wasser bloß so ganz dünn über diesen Strand läuft, da spiegelt sich ganz arg auch der Himmel. Und da braucht man jetzt einen violett-bräunlichen Ton mit so ein bisschen was von der Sandfarbe drin. Damit man eben so das Gefühl hat, da spiegelt sich der Himmel. Und das muss auch relativ gleichmäßig, relativ glatt sein, dass man dann hinterher, wenn man dann noch so weiße Lichter draufsetzen, dass man eben meint, dass da das Wasser so ganz dünn über den Boden läuft. Und das kann man dann alles mit dem feinen Pinsel, kann man das natürlich dann noch viel deutlicher ausführen. Und jetzt fehlt eigentlich nur noch so diese Wassergischt, dass man die mal von Grund auf anlegen noch. Weil alles andere müssen wir dann, wenn das jetzt ein bisschen angetrocknet ist, machen wir praktisch in einem zweiten Arbeitsgang, machen wir das alles noch viel feiner. Und da, wie gesagt, versuchen wir jetzt schon mal diese Wasserbewegung, ne, wo das so hoch spritzt, das versuchen wir schon mal ein bisschen zu imitieren. Ja, das ist der erste Farbauftrag. Und wie gesagt, wir lassen das jetzt vielleicht einmal so eine Stunde ruhen, dass das ein bisschen einziehen kann in die Oberfläche. Und dann kann man mit dem feinen Pinsel diese ganzen Konturen und das, was man halt da alles so sieht, kann man das noch ein bisschen feiner rausarbeiten. Ja, ich werde jetzt in einem zweiten Arbeitsgang nochmal überall ein bisschen drüber gehen, werde noch mit dem kleinen Pinsel auch so Details rausarbeiten. Werde aber jetzt da überwiegend den Zeitraffer drüber laufen lassen, weil ich denke mal, so den groben Farbauftrag habt ihr gesehen und alles andere, denke ich, erklärt sich jetzt einfach beim Tun selber. Vielleicht noch eine Sache, in dem Moment, wo die feuchte Farbe jetzt so ein bisschen in den Malgrund eingedrungen ist, kann man die auch ganz leicht auf der Leinwand so vermischen. Weil beim ersten Farbauftrag geht das immer ein bisschen hart, ne? Aber jetzt ist alles schön gleichmäßig weich und jetzt kann man es eben auch ein bisschen besser mischen. Ihr müsst nur unbedingt, wenn ihr impressionistisch malt, aufpassen, dass ihr jetzt nicht irgendwie anfängt, das Ganze zu verblenden, weil das eben gerade beim Impressionismus nicht sein soll, sondern wirklich aufpassen, dass da die einzelnen Pinselstriche stehen bleiben und dass auch die Farben der Pinselstriche wirklich unterschiedlich sind. Man kann das schon jetzt noch ein bisschen schöner machen und vielleicht auch ein bisschen unruhiger noch,
aber eben aufpassen, dass er nicht jetzt irgendwie so hin und her wischt, sondern dass er tatsächlich immer einzelne Pinselstriche setzt. Da hinten, diese Linie, die war jetzt ein bisschen zu sehr kontrastreich, weil nach hinten sollen ja die Kontraste immer schwächer werden und nach vorne immer stärker. Und ihr habt bestimmt gesehen, ich habe jetzt da vorne auch relativ dick die Farbe aufgetragen, ne, so diese ganz, ganz strukturierten Pinselstriche da vorne. Das ist auch so was ganz typisch Impressionistisches. Vielleicht habt ihr schon mal Bilder von Van Gogh gesehen. Der hat streckenweise sogar die Farbe dann mit der Tube direkt aufgetragen und bloß nur ein bisschen im Vordergrund so verdrückt. Ne? Dass eben da vorne das ganz stark strukturiert ist und nach hinten immer schwächer wird. Ja, man kann jetzt natürlich noch viel rumspielen an dem Bild. Man kann mit Sicherheit noch ein bisschen so Rottöne reinsetzen. Macht sie auch immer ganz gut, wenn man dann in die Schatten so ein bisschen Rot reinsetzt. Oder man kann die Lichter nur ein bisschen heller machen. Auch darauf achten, dass da vorne die Lichter wärmer sind als da weiter hinten. Dass da ein bisschen mehr Gelb und Rot in den Lichtern ist und dass das da hinten mehr so ein bisschen ins Violette schon spielt, dass einfach auch von der Farbperspektive her das richtig wird. Man kann sicherlich auch die Gischt jetzt natürlich dann, wenn das wieder ein bisschen angetrocknet ist, könnte das nur ein bisschen stärker machen. Aber da würde ich jetzt ehrlich gesagt warten, bis das Ganze trocken ist und dann vielleicht nochmal ein bisschen drüber gehen. Wenn ihr das nur an ein paar Stellen macht, dann macht das überhaupt nichts aus. Da braucht ihr auch keine Sorge haben mit dem Fett und Mager. Da passiert im Normalfall nichts. Ja, das war's dann zum Thema impressionistische Küstenlandschaft. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, ihr konntet für euch was mitnehmen und ich freue mich schon auf das nächste Video mit euch. Bis bald!